So, dann gehen wir mal hier durch. In die Hauptebene klettern. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Na, Spiel. Da 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 da. Da 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 da. Du 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 du. Oh. Ah, jetzt sind wir, glaube ich, im Lager, im Camp, ne? Oder? Ein diesiger Tag jedenfalls. Lüg mich nicht an. Seine Akte lag auf deinem Schreibtisch. Ein Magazin, das enthält 15 weitere Kugeln für die Pistole. Ich sollte sparsam damit umgehen. Du bist so blöd, wie du ungeschickt bist. Und du so dreist wie hässlich. Ich bin sicher, dass er kommt. Also warten wir hier einfach zusammen. Okay. Warum kann ich denn hier so viele Sachen wieder aufnehmen? Elektronik. Ja, Chleb. Chleb ist Brot. Chleb und Rot. Rodinie oder Rodnie? Das hier, ich krieg's hoffentlich hier. Das X ist ein H. Das ist ein L, ein russisches, das nächste. Das ist ein E und das ist ein B. Also Chleb. Beziehungsweise nicht E, sondern J. Dann haben wir das P ist ein R. O, das ist ein D. Das ist ein I. Hier, das ist ein umgekehrtes N. Und das kleine H ist ein N. Rodinie. Nee, Rodinie. Rodinie weiß ich nicht, was es heißt. Lass uns überraschen. So, wir sind hier. Bierdose. Ich weiß gar nicht, ob wir das, die ganze Kohlen brauchen. Ehrlich gesagt. So, was ist das hier? Computer. Für Audioarchiv. Übertragung. Königliche Nachrichten. London. Interview mit Elliot Maslow. 2. Mai 1999. Warum tun Sie das? Warum gehen Sie freiwillig in ein Kriegsgebiet, um ein Foto zu machen? Ich liebe die Fotografie. Ich liebe meine Karriere. Ich lasse nichts zwischen mich und ein Foto kommen. Wenn sich ein Motiv vor mir auftut, muss ich es festhalten. Dann fühle ich mich erst richtig lebendig. Aber es ist ziemlich riskant. Ich würde alles für das richtige Foto geben. Was, wenn ein Foto einen Konflikt beendet? Oder jemanden zum Handeln zwingt? Kann man dafür nicht sein Leben riskieren? Das ist der Punkt. Ob ich das hier machen kann? Verbindung zum Festland? Für Sonargrätz, okay. Ich glaube nicht, dass ich das sagen sollte, oder? Oh. Oh. Ist das Spiel abgestürzt? Oh nee, ne? Das Spiel ist raus. Ich muss das Spiel starten. Oh, oh. Oh, bitte nicht. Anytime, anywhere. ABC. Start here. Oh, oh, ich hoffe, das Spiel geht noch. Ich habe nichts Schlimmes gemacht. Ich habe es nur explodieren lassen. Schon wieder raus? Nee, warte mal. Mein Mauszeiger war außerhalb des Fensters. Entschuldigung. Nun komm. Wieder rein da, aber nicht abstürzen. Komm, Spiel. Bitte. Ich glaube, jetzt
Es ist, glaube ich, broken, oder? Ja, man sieht meinen Mauscursor. Ich glaube, das Spiel schaltet um. Ja, ich glaube. Nein, nicht wieder rausklicken. Nein! Oh, das ist so zickig, das Spiel. Was ist jetzt? No Signal. Oh, das wird immer besser. Es tut mir leid, das ist live. Es läuft aber noch, ne? Ich warte mal, jetzt warte ich mal, bevor ich klicke. Noch habe ich kein Bild. Jetzt habe ich ein Bild. Und jetzt gehe ich hier erstmal in den rechten ran und klicke wieder und passiert nichts. Ich springe wieder auf den Desktop. Oh. Warte mal, ich muss wieder abschießen. Es tut mir leid. Es ist schon alt, das Spiel. Außerdem braucht es das Geld. So, nochmal. Ich hoffe, jetzt klappt's. Codierung überlassen. Ja, alles gut, alles gut, alles gut. Bum, 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 bum. Anytime. Noch ein bisschen anywhere. Werbung. ABC. Start here. So. So, ich hoffe, da. Jetzt sind wir mal drin. Okay. So, bitte, bitte, bitte lass es mich fortsetzen. Wo kommen wir denn da raus? Theoretisch müsste er dort rauskommen, wo wir gerade reingekommen sind, ne? Also in das Gebäude. Das heißt, wir können dann alles nochmal durchmachen, außer eben halt ist von übernommen worden. Das lassen wir mal lieber. Denn ich glaube, das ist genau bewusst als Falle hier produziert worden. Bisher bei Lost. Suite 42, Hotel Persephone, heute Abend. Savo macht das Geschäft. Ich bin schon so lange hinter Savo her. Zusammen kommen wir an dem Wächter vorbei, in sein Zimmer und können Fotos machen. Via Domus. Das ist Latein. Das bedeutet Heimweg. Bitte. Oh, danke. Ich dachte schon, wir sind wieder knappe halbe Stunde zuvor, ne? Nicht an. Deine Akte lag auf deinem Schreibtisch. Du bist so blöd, wie du ungeschickt bist. Und du so dreist wie hässlich. Ich bin sicher, dass er kommt. Also warten wir hier einfach zusammen. Okay, wir warten einfach zusammen. Ich werde mir das trotzdem nochmal anhören, weil ich nämlich nicht weiß, ob das im Spiel jetzt schon Einzug gefunden hat. So, wir machen... was? So. So, dann. Übertragung. Königliche Nachrichten. London. Interview mit Elliot Maslow. 2. Mai 1999. Warum tun Sie das? Warum gehen Sie freiwillig in ein Kriegsgebiet, um ein Foto zu machen? Ich liebe die Fotografie. Ich liebe meine Karriere. Ich warte mal kurz, bis der Dialog weg ist. Foto kommen. Wenn sich ein Motiv vor mir auftut, muss ich es festhalten. Dann fühle ich mich erst richtig lebendig. Aber es ist ziemlich riskant. Ich würde alles für das richtige Foto geben. Was, wenn ein Foto einen Konflikt beendet? Oder jemanden zum Handeln zwingt? Kann man dafür nicht sein Leben riskieren? Okay. Da hinten ist jemand. Die Karte zeigt ein Kabel, das von der Insel wegführt. Noch eine Station könnte ein Foto wert sein. Okay. Er knipst, er punktet. Okay. Was ist das? Ein Apollo-Riegel? Wie? Kein Platz? Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wovon du redest. Da ist der Typ. Da ist der Typ. Oh.
Oh oh, ich glaube, ich werde jetzt sterben. Man braucht mehr als schwarzen Rauch, um mich loszuwerden. Ach, ja. Gut gemacht, Mr. Maslow. Sie haben gerade die einzige Person auf dieser Insel getötet, die Sie von früher kennt. Die Vergangenheit ist tot. Ich will antworten. Jetzt! Alles zu seiner Zeit. Aber jetzt muss ich mich entschuldigen. Na toll. Süße Träume, Elliot. Ach, guck an. Guck an. Es war alles nur ein Spiel. Folgen Sie dem Hund dicht? Durch den Dschungel? Na, jetzt nicht. Jetzt müssen wir nicht durch den Dschungel. Bisher bei Lost. Die Frau dort drüben. Sie ist Journalistin. Hey, lassen Sie mich los! Du, mitkommen! Fuchtelt da ganz öffentlich mit einer Waffe rum. In der Nacht vor ihrem Flug wurde Lisa Gellhorns Leiche im Hafen von Sydney gefunden. Erschossen. Sie haben sie verraten und das ist einfach schlimm. Ich will Ihnen helfen. Dem müssen Sie folgen, Elliot. Ich will antworten. Jetzt! Alles zu seiner Zeit. Aber jetzt muss ich mich entschuldigen. Süße Träume, Elliot. Uiuiuiui. So, müssten wir in Episode 7 jetzt... Oh. Hi. Oh. Dass dir das nicht nochmal passiert. Oh. Tom. Wie geht's Ihnen, Elliot? Ich heiße Tom. Sie werden überrascht, wie beharrlich dieser einäugige Ruski sein kann. Was ist das hier für ein Ort? Nicht viele Antworten, aber Sie stecken voller Fragen. Wo kommt die Leute her? Wichtig ist, dass wir vor Ihnen hier waren. Damit sind Sie unsere Gäste. Und Sie sind bereits länger hier, als Sie willkommen sind. Und warum sollte ich helfen? Wir wollen doch nach Hause, oder? Okay, Inventar, nichts mit Tauschen. Okay, Aufgaben. Ich lasse Sie raus, wenn Sie mir eins sagen. Was fällt Ihnen zu den Namen Hanzo und Lisa ein? Wo bin ich? Ben erklärt Ihnen bald alles. Aber jetzt müssen Sie erstmal zurückdenken. Juliet hat Ihnen eine Spritze gegeben, Elliot. Um Ihr Gedächtnis auf Trab zu bringen. Okay, mehr kann ich nicht. Oh. Hanzo. Hatte er einen Aktenkoffer? Kann das sein, dass wir das Foto, was er da zerrissen hat, dass wir das fotografieren müssen in der Sequenz? Oh, das wäre ein Versuch wert. Und das nach so langem Spiel erst herausfinden. So. Okay.
Muss ich finden hier, wa? Verstecken? Ach so. Ich glaube. Hanzo. Hat er einen Aktenkoffer? Ich glaube, ich stand auf der falschen Seite, wa? Wo war ich jetzt? Ich war da drüben. Weil da stand nichts drauf auf dem Koffer. Vielleicht sollte ich mich. Kann ich mich hier verstecken? Ja. Ja, so war's. Oh, was mit der Hand? Guck mal da. Knick, knick. Dieser Ort ist sicher. Glauben Sie mir. Nicht sicher genug. Wir haben eine Journalistin entdeckt. Unsere Story in der Presse sollte jeden Verdacht zerstreuen. Sie haben mehr Vertrauen zur Presse als ich. Ich kümmere mich darum. Kommen wir zum Geschäft. Das Geld wurde an Sie überwiesen. Und wie versprochen, das Sarin. Heikle Sache, diese biologischen Experimente. Die Vorteile überwiegen die Risiken. Die Hanzo Foundation hatte großen Erfolg bei der Veränderung des menschlichen Geistes. Und wir möchten auf Ihren Erfolgen bei der Forschung mit ESP aufbauen. Die Ergebnisse sind bisher ermutigend. Bedenken Sie die Möglichkeiten. Auf die Zukunft. Viel Glück. Bring mir das Mädchen. Oh. Sie überlebt definitiv nicht. Und ich kann keine Beweise sammeln. Na. Lade, lade. Lisa, ich habe sie hintergangen. Tja. Ein guter Anfang, Elliot. Sie würden wohl alles opfern, um zu kriegen, was Sie wollen. Und wie versprochen, können Sie jetzt gehen. Okay. Ich kann jetzt gehen. Ich finde einen Weg nach draußen. Ich muss sie herausfinden und Ben ausfindig machen. Den Anführer der anderen. Er scheint ein besonderes Interesse an mir zu haben. Kann ich jetzt... Huch. Aquarium. Und jetzt? Ah. Okay. Relais. Huch. Wir haben gar nichts. Oh, ist das gemein. Wir haben echt nichts. Unsere ganzen Gegenstände sind weg. Relais, Relais, Relais. Okay. Nichts weiter. Okay. Ich weiß gar nicht, ob wir noch was zum Tauschen brauchen, überhaupt früher oder später. Wo geht's hier lang? Tür untersuchen. Lässt sich nicht öffnen, okay. Ta-t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 a
lässt sich nicht öffnen. Wir sind unter Wasser. Deswegen Aquarium. Okay, da drüben ist irgendein Effekt in dem Ding drin. Und da müssen wir wahrscheinlich auch noch rein, wa? Kann man da lesen? Nee. Da. In diesen Käfigen wurden Versuchstiere gehalten. Oh, das ist ein Fisch. Was hier drin ist, weiß man nicht, ne? Fliegen. Fliegen sind da drin. Das steht unter Wasser. Und das ist hier der Ausgang, okay. Oh Gott, ist das riesig. Auch Versuchstiere. Mhm. Hier ist echt gar nichts los. U-Boot. Von Patrick R. Susan, 12. Ich habe eine feuchte Arbeit für dich. Todd braucht die Relais aus dem Haifisch-Kit. Kannst du in deiner Schicht rausfischen? Bis dann. Okay. Müsste ich irgendwie nach oben schaffen, das Teil, hä? Da unten ist was. Ich glaube, den muss ich irgendwie nach oben kriegen. Halt, warte mal. Nee, das ist einfach nur so. Okay. Da lang, ne? Ich glaube, hier gehen wir dann einmal im Kreis. Ja. Von da hinten sind wir gekommen. Dann gehen wir jetzt hier nochmal so rum. Schauen dann einfach mal hier draußen hin. Da ist nichts Spezielles. Hier haben wir nochmal einen kleinen Raum. Mit, vielleicht noch Dingen drin. Das da zum Beispiel. Und das da. Ich glaube, wir sind langsam ganz gut ausgestattet mit, mit Sicherung. So, jetzt sind wir hier auch einmal durch. Aber so richtig schlau geworden sind wir noch nicht, oder? Ich glaube, da müssen wir durch. Da, durch diese Tafel müssen wir durch.